Sie werden schon zu dir kommen. Und was soll ich sagen? Er hat recht. Naja, vielleicht haben wir in der Kirche etwas mehr Glück mit dem Loot. Gefällt mir gar nicht hier. Die halbe Pampa abgesucht und... Ah, das ist meine spärliche Ausbeute. Und ja, auch bloß ein Keck-Dape drin, also. So ein Keck. Ganz schön Keck, was die mir hier anbieten. Hoffnung keimt auf. Ja, sieht schon mal ein bisschen besser aus. Schon mal mehr als ein Teil drin. Oh. 5-7, ja, sehr nice. Lass sehen. SS-190. Auch noch eine sehr feine Munition. Spärlich, Alter, spärlich, Alter. Was ist denn hier los? Schon immer die halbe Map gerannt und nichts gefunden. So. Naja, aber wir haben ja noch ein paar Lootstellen vor uns. Ui. Alter. Ja, ist klar, Alter. Ich bin im Berge unten. Ist er bescheuert? Fliegen seine Kugeln im Bogen oder was? Ich war doch den scheiß Berg schon unten. Rotz, Alter. Das verstehe ich nicht. Oder schwebt er am Himmel? Manchmal verstehe ich das Spiel nicht. Mhm. Da haben sich zwei gefunden. Einer hat ins Gras gebissen, wie es scheint. Na komm, du Arsch. Lass dich blicken, ich will dich abknallen. Jetzt. Wo kommt er denn her? Mist. Alter, leck mich doch! Kann gar nicht sein. Ich drücke ihm rein und rein und er fällt nicht um. Der letzte Skeffran, also... Der Frust sitzt mir immer noch an den Knochen. Ich habe ihm über 300 Schaden gemacht. 7 Hits reingedrückt. Mit SS-190. Er fiel einfach nicht um. Kotzt mich an, das verstehe ich nicht. Normalerweise müsste er doch auch benommen sein oder so. Die Sicht verschwimmen und alles. Und er drückt mir Head-Eyes. Ja, sehr toll. So. Mal kurz warten. Theoretisch könnten aus der Richtung noch mindestens 1, 2, wenn nicht jeder ins Resort rennt, 3 vielleicht Leute auf mich in meine Arme rennen, die ich wärmstens empfangen werde. Mit einem Willkommensgruß aus der RPK. Eigentlich wollte ich, oder muss ich ins Resort? Landlease steht auf dem Plan. Für den gierigen Skier. Dieser Taugenichts. Aber jetzt nochmal ins Resort rennen von hier unten ist auch irgendwie kacke. Da kann ich die... Dann lasse ich die sich erstmal austoben im Resort. Warte, ob hier jetzt jemand nochmal die Hüften vorbeischwingt. Da kommt noch einer. Tatsache.
Wo? Da. Alter, was hat er denn an? Ist der hier im Bademantel durch die Gegend gerannt oder was? So, Magazin nachladen. Sehr wichtig. Meine Taktik besteht darin, immer mit einem vollen 60er Magazin in der RPK unterwegs zu sein. Ich habe es auch schon geschafft, das Ding komplett auf einen Gegner leer zu schießen, bevor er umgefallen ist. Und dann zur Not kleinere Magazine zum Schnellen. Junge, Alter. Die kommen ja doch wie die Scheiße aus Fliegen zu dem Hügel. Hätte ich jetzt nicht gedacht, ehrlich gesagt. Na dann, lass sehen, was hast du Schönes für mich. Ja, nice, nehme ich gern. Kopfhörer nehme ich auch sehr dankbar an. Der Helm, naja, ist okay. Pistole, ja. Body Armor, nice. 34er ist das schon. Alter, später. Er macht ernst. So, weg das Teil. Versicherung bringt es mir ja wieder. Und die Triton ist allemal besser. Muss wohl auch direkt schnurstracks hierher gelaufen sein, weil so viel hat er noch nicht gelootet, obwohl ziemlich gute Lootstellen unterwegs. Hä? Dort? Ach nee, doch, doch. Ich dachte schon, ich habe mich wieder verhört hier. Aber ich habe ihn halt nicht gesehen. Diesen Scheißhaus-Scaff. One, 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 Alter. Ich hab ihn nicht gesehen. Kriegst wieder Head-Eyes, Backshots von diesen Idioten. So, erstmal wieder ins Gebüsch. Eigentlich wollte ich schon längst unterwegs sein. Aber Mr. Bademantel liegt noch da unten. Den hätte ich mir gern nochmal angeschaut, was der da für Klamotten anhat. Was, das sah komisch aus. Es war doch ein Hatchling, oder? Aber mit so einem komischen Mantel? Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Aber vorher muss ich die scheiß Scaffs aus dem Weg räumen. Ehrlich gesagt, bisschen geht mir der Arsch ein bisschen auf Grundeis, weil ich nicht weiß, wo die Scaffs stehen. Oh, da tobt sich einer aus. Und ich habe keinen Bock, jetzt hier mir wieder einen Backshot in die Fresse einzufangen. Aber langsam schon ein schlechtes Gewissen hier, weil ich hier immer noch hier im Gebüsch hocke. Alter, leck mich doch. So, jetzt schleiche ich mich mal an. Hoffe, dass mich die blöden Scaffs nicht sehen und dann bekommen sie den Rest serviert von mir. Schieße ich denn nämlich die Pfosten raus? Alter. Bitte beruhigen Sie sich, Mist. Ach, das ist hier unten. Ich dachte gerade, das wäre mehr so Richtung Resort, die Ecke. Ah, hier unten, okay. Da macht wohl einer die Scaffs klar. Wahrscheinlich selber als Scaff unterwegs. Da geht's ab. Ich sehe ihn nicht. Ich sehe ihn nicht.
Ist auf einmal wieder schlagartig Funkstille. Ruhe. Das ist schon immer krass irgendwie, oder? Erst die übelsten Schießereien und dann sagt keiner mehr auch nur ein Wort. Aber vielleicht rennt er auch schon hinten links hinter dem Zaun lang. Ich sehe ihn einfach nicht. Was? Da unten war doch einer. War das der geheimnisvolle Unbekannte? Da rennt jemand. Da unten. Endlich, endlich. So, nachladen. Ja, ich kann nichts dafür. Ich glaube, Martin Luther hatte recht. Man hat keinen freien Willen. Entweder herrscht göttliche Vorsehung über dich oder der Teufel. Und ich glaube, heute hat mich der Teufel im Griff und sagt, versteck dich einfach. Sie werden schon zu dir kommen. Und was soll ich sagen? Er hat recht. Sie kamen wie gerufen, buchstäblich. So, aber jetzt die M4 möchte ich gern mitnehmen. So, Sprut. So, Dings weg, M4 rein. So, aber jetzt können wir langsam mal hier Richtung Ausgang marschieren. Ins Ressort möchte ich jetzt nicht mehr, weil ich bin voll. Bis zum Anschlag, da ist doch einer. Alter, Scheiße. Mist. Gut, rennen wir mal weiter Richtung Hafenanlage und Tankstelle und hoffen, dass der auch das Ziel hat. Dann fange ich den halt dort ab, hinterhältig, wie ich heute nun mal bin. Weil es mir der Teufel gesagt hat. Obwohl ich eigentlich auch ein Fan der Serie Lucifer bin und mir der Teufel dort ziemlich gut gefällt, sozusagen. Also jetzt nicht im Sinne von schwul oder so. Ich finde ihn halt einfach nur cool irgendwie. Den hätte ich auch gerne als Kumpel. Das wäre doch geil. Mann, kann ich mal sprechen. Kann heute nicht mehr labern, Alter. Wird Zeit für Feierabend. Schon das Maul fusselig geredet. Ja, bin mal gespannt, ob er sich jetzt hier noch blicken lässt oder nicht.